Und herzlich willkommen, Sponsoren auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zum großen Hausflipper-Finale. Ja, ich hoffe, geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wie gesagt, Finale, es wird ein bisschen länger dauern wahrscheinlich, aber wir legen gleich los, meine lieben Sportsfreunde, weil wir haben noch viel, ich habe noch ein bisschen viel Arbeit hinter mir, vor mir. So. Es ist leider ein bisschen zu rot, also ich finde den rechten Rotton nicht, aber ich glaube, dass das ja hier ein bisschen ganz gut umkriegt. Hoppala, ja, ist er gleich. So. Grüße gehen natürlich raus an meine Sportsfreunde, an die Großen und die Kleinen, an die neu dazugekommenen und die Veteranen. Schön, dass es hier den Weg zu mir in den Hausflipper gefunden habt. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mit diesem Let's Play unterhalten. Genauso wie Grüße rausgehend an meine YouTube-Kollegen. Die Jungs, die was hier bei mir verlinkt sind, die machen alle absolut geile Videos, die machen alle geile Projekte. Schaut mal bei einer vorbei, hinterlasst einen Daumen nach oben, ein nettes Kommentar und wenn es geht, meine lieben Sportsfreunde, schaut die Videos von Anfang bis zum Ende. So, tauscht man echt mal so rot aus. Jawohl, das ist schon ein bisschen ein gediegeneres Rot. Mir gefällt so die Maueroptik, gefällt mir ganz gut. Die möchte ich nämlich hier ums Haus um ein bisschen rundzieren. Geiles Projekt, ja, ich weiß, unser Elternhaus haben wir jetzt nicht so weit fertig gemacht. Also vielleicht gibt es eine zweite Staffel. Also wenn es wollt, gibt es eine zweite Staffel. Und dann werden wir dann hier unser Elternhaus dann auch noch weiter machen. Aber das Ziel dieser Folge ist jetzt halt einmal, das Ziel dieser Folge ist, wir machen jetzt einmal das Haus fertig, wir verkaufen das Haus, dann haben wir wieder Geld. So. Wir machen das im Stil weiter, wie wir es halt von innen auch gehabt haben. Ich werde wahrscheinlich viel zu viel Kraft haben, aber schauen wir mal. So. Ich hätte gerne einen anderen, also ehrlich gesagt, ich hätte ganz einen anderen Rotton gern gehabt fürs Haus. Da gibt es die schöne Kamin, der roten Kaminstreuner. Die hätten mir ganz gut gefallen. So. Setzen wir jetzt die da auf. Ja. So. Ich weiß, vielleicht ist es ein bisschen altvaterisch, aber wie gesagt, mir gefällt sowas. Ich hab genau zwei, drei Packungen zu viel Kraft. Oh, schau, geht kurz wieder hin, gell? Ja, gute anderthalb Packungen habe ich zu viel Kraft, aber wir kriegen ja noch wieder Geld zurück. Das ist ja das Gute. So. Ta-ta-ta-ta-tan. Jetzt darf ich gerade das nicht übersehen. Es schaut jetzt ein bisschen comic-mäßig aus, aber
Ich glaube, es ist immer nur besser, als wir das ganz Dunkle. So. Ja, siehst du, das einmal verkauft und dann ist die einmal. Das wird mir ein paar Packungen kaufen. Zum Schluss zum Ausbessern ein bisschen. Innen sind wir bis auf zwei Fenster soweit fertig. Die möchte ich dann heute auch noch machen. Aber wie gesagt, das wird jetzt das große Finale sein. Deswegen mache ich heute ich sogar eine längere Folge. Dann schauen wir, wie es in der zweiten Season weitergeht, wenn es eine zweite Season gibt. Nachfolgerprojekt ist dann die International Transport. So gesehen, es wiederholt sich alles wie im Haus. So. Ich habe jetzt einfach einmal drei, vier Paktel gekauft. Wie gesagt, dann haben wir nämlich mehr als irgendwo. So. Okay, da kann man gerade das Ganze machen. Schau ich mal zum Schluss. Stöhnweiß kriegt man hier und Stöhnweiß nicht. Jetzt ist aber wir haben schon ein bisschen modernisiert durch die Fenster. Und ich lerne dazu, wenn man da muss, dass man so eine Folge von Hausflipper aufnimmt. So. Geht jetzt da dünner nicht. Sollte man da dünner nicht nehmen, dass wir einen Kontrast haben.
Das ist jetzt der Wesen. Weil dann ist der gewesen. Shit. So, ja, das ist der gewesen. Das ist der gewesen. Keine Ahnung, ob das so zusammenpasst. Ich denke mal, ich mache jetzt das eben wie das Haus so a durchgehen dies. Ob braun oder das dunkle Violett, ich glaube, das ist eh schon jetzt egal. Ich glaube aber eher, dass man da unten weiße Zirkel hernehmen hätten sollen. Bin ich schon mittlerweile der Meinung. Und was ich nicht bedenkt habe, ist, wer Krimi oben hoffe. Ich glaube, die Ding tausche ich noch mehr aus, die roten Ziegel. Oder wir streichen es aus, weiß. Ich glaube, das schaut dann besser aus. Jetzt habe ich es auch schon gehabt. Wow, jetzt habe ich es von innen verbaut. Da wieder Kruzifix. Was ist da los? So. So, wenn ich noch ein Vorteilspunkt bucht. Okay. So, jetzt müssen wir einfach da schauen, dass wir dies
Warum ist jetzt das nur? Ja, schaut jetzt nicht besonders gut aus. Aber was soll ich machen? Was soll man machen? Ich hätte es gleich von außen so lassen sollen, wie es war. Jetzt pass auf. So. Jetzt pass auf, wir haben ja da, ich habe ja da irgendwas mit Zubehör weggelesen. Gibt es da ein Gerüst? Ja, schau, da gibt es ja ein Gerüst da. Nehmen wir uns jetzt gleich mal mit, siehst du das? Nehmen wir uns jetzt gleich ein Backel mit. Das ist ja super. So, das passt. Braucht man jetzt auch noch einmal Tint, oder? So. Das passt ja eigentlich eh ganz gut. Jetzt passt es auf. Bei mir nämlich da ein Fehler passiert ist beim Malen. Dann passt das nämlich so zusammen. Das ist nämlich die Gefahr in der ganzen Sache. Schnell dann das darin ausbessern. Ah, jetzt stecke ich fest, ich stecke fest. Nicht gewesen. Da ist gewesen. So. Da ist gewesen.
so aus. Ich glaube, das Wohnzimmer tue ich nämlich da oben. So ein Esswohnzimmer mache ich draus. Das passt auf, jetzt mal gerade schnell. Was zwar. Dann schnell jetzt diesen schnell verspachteln. So, dann passt dies. Mit dem ganzen Fensterteil da aussehen. So. Ja, hat die Folie brennt. Passt schon. Gut. Gut, 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 gut. Dann. Weg, weg, weg. Weg. Dann zurück, dann brauchen wir auch das Baustellengerüst. So. Oh, da wäre jetzt nicht richtig immer. Auch ihm jetzt nicht hinter. Schitte. Wie mache ich jetzt das? Wie mache ich jetzt das? Leiter auch. Zum Nachbarn kriegen wir ja nicht um. Mir nicht rein. Ah, jetzt krieg ich mich da nicht auf, jetzt krieg ich mich da nicht auf. Ich mache jetzt das da oben. Schitte. Jetzt machen wir das gerade nochmal. Den dann mal jetzt gleich ändern. Dann die dann. Pass auf, vielleicht kann ich das so auch machen. Na. Die Kuh ändern.
Das passt, das lassen wir so. Und die Basis. So, Geländer. Super. Jetzt haben wir es da noch geht. Jawohl. Jetzt ist der Tunnel, wo sie möchte. Ja, das ist jetzt. Wir machen das jetzt in Weiß. Ist der Kontrast einfach besser, meiner Meinung nach. Schaut, ich hätte die roten Ziegel gern wollen, aber. Ich weiß, das Holz ist viel zu dunkel. Aber das Weiß passt jetzt besser einfach zu die zu die zu die Dinge dazu. Von vorne fangen wir wieder. So. Ach, was du auch schön weißt dazu. Hervorragend. Jo, passt. So, dies haben wir. Schauen wir nochmal durch. Da haben wir auch alles, gemahlen ist auch alles. Da machen wir zu. Da machen wir zu. Da passt auch alles. So. Jetzt. Das verkaufen wir.
So, einmal. Zweimal. Dreimal. Einmal. Pass auf. Man hebt eigentlich da Koka so viel machen brauchen. So, dann haben wir da ein Bit rein. Das war jetzt nicht gut. Das war jetzt überhaupt nicht gut. Findet man den jetzt? Findet jetzt den wieder? Nee, ich wollte nämlich den platzieren. So, so, den weg. Da haben wir da jetzt ein Deal her. Ja, dann passt das. Dann haben wir da so Wohn, also da müssen wir da nochmal die Farbe, ob ich da noch genug Farbe. Und da müssen wir jetzt echt noch einmal. Schlafzimmer, Fernseher, da. Schlafzimmer, kein Fernseher, so. Ah, Kim. Nein, gibt kein Schlafzimmer. Es gibt im Fernseher, es gibt im Schlafzimmer kein Fernseher. So. Badezimmer, fertig. Zur Keller ist noch nicht fertig. Da verkaufen wir jetzt alles. Das passt. Dann. Waschmaschinen, Trockner, Waschmaschine.
Trockner. Waschmaschine Trockner schaut gleich aus, okay. Waschmaschine Trockner schaut gleich aus. Aufbewahrungsschrank machen jetzt da einer. Auch noch einmal. Der ist nicht. Dann machen wir den da. Stimmen wir dann da her. Aber ein Wäschekorb brauchen wir. Ja, Kim, lass uns den kaufen. So. Die Garage können wir eh nicht wieder. So. Da möchte ich gerne Garderoben einnehmen. So, jetzt müssen wir da nochmal. Oben. Da. Thomas Boot. Da geht's zum Keller. Aber da noch ein bisschen geht das, jetzt pass auf. Hast du denn da die? Oh. Billardtisch. So. Einmal. Machen wir vier. Auch mal probieren. Ja, damals dazu.
So, dann haben wir da die dabei. Dann schauen wir noch, haben wir nur irgendwie ein paar oder so? Ah, darum. Bar, Hocker, Bar. Na, ich mache jetzt einfach das, das ist einfach, das ist ein bisschen chilliger. Klingt mir weh. So, Fernseher da auch noch. Telefon. Mach mal Oma. So. Haben wir denn da unten nur? Fotoapparat, Fernseher. Ich glaube, soweit. Passt so, wir haben eigentlich alles soweit. Toilette, die passt da, so. Dann schauen wir mal. Häuser. Das Büro hinterlegen. So. Kaufen, hier gibt es nichts zum Verkaufen. Nein, ich will mein eigenes. Zum Haus gehen. So, also ich kann wahrscheinlich nicht verkaufen, wenn ich im Haus bin. So. Im Besitz zum Verkaufen. Verkaufen. Im Besitz. Hier gibt es nichts im Besitz. Okay. Wenn man denkt, man könnte dann die Häuser verkaufen. Schade, schade. Wenn man denkt, man könnte die Häuser verkaufen. Zum Verkaufen. Einen kurzen Moment, meine Sportsfreunde. Ja, meine Sportsfreunde, jetzt sind wir wieder hier. Ich habe einen Kumpel gefragt und der sagt, ich brauche ein Auktionshaus. Das Auktionshaus habe ich nicht. Abo, ausverkaufen. Machen wir so. Also, wir haben 80.000 fürs Haus bezahlt. Schauen müssen. Wir haben verkaufte Objekte sind 27.000, Renovierungskosten 58.000. Da machen wir uns. So, das müsste ja da sein. Wir machen uns mal ein Screenshot davon. Und jetzt? Auktion stellen. So. Plus 70.000 machen wir. Und bestätigen. Verkauft, fortsetzen.
Und somit, bei ihm Sportsfreunde, ja, wir hätten das jetzt bei Dog verkaufen sollen, gell, dann wäre das also ein bisschen schöner gewesen. Ich finde das jetzt so optisch schöner mit die Fenster gelöst. Heute den Billardtisch hätten wir jetzt farblich noch ein bisschen umgleichen können. Aber wir haben schon mal ein Plus von 70.000 gemacht, meine lieben Sportsfreunde. Es ist sicher vom Vorteil gewesen, dass wir die Möbel eingestellt haben. Vielleicht hätten wir außen noch ein bisschen was machen können. Ich finde das richtig edel. Ich finde das einfach richtig edel, meine lieben Sportsfreunde. Und das heißt, sobald das mir, also mein Kumpel hat mir gesagt, man kann dann irgendwann sein eigenes Haus bauen. Und dahin möchte ich nämlich kommen, aber mindestens ist jetzt einmal das Ende der Staffel 1, meine lieben Sportsfreunde. Vielleicht gibt es noch eine zweite Staffel. Ich bin absolut gehypt vor dem Spiel. Richtig gehypt. Ich hoffe, das Let's Play hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Würde mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier vielleicht mit der zweiten Staffel ausflippt, wenn es weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich dir bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen. Lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergiss mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem meinen Sportsfreunde, die ist viel, viel wichtiger, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus.